Heute gibt es mal wieder ein etwas anderes Video, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe die Annika hier bei mir, da. Und wir haben uns gedacht, da heute der Nikolaustag ist, machen wir mal ein bisschen was Besonderes. Ja, mal was Lustiges, was anderes. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr noch diesen Rip It or Ship It Tag kennt, wo man dann zwei Namen ziehen muss und gucken musste, ob die so zusammenpassen oder nicht. Wir haben das ein bisschen umgeändert und haben uns gedacht, wir suchen uns mal ein paar Konstellationen aus. Und wir müssen uns dann entscheiden, wem wir das Geschenk geben und wem die Route. Und ja, also welcher Charakter ist im Prinzip der, den wir mehr mögen und wieso, weshalb, warum. Und wir versuchen das Ganze jetzt einfach mal. Ich will gar nicht so viel rumlabern. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Okay, die Annika hat 7 Paare für mich rausgesucht. 7 waren es, gell? Ja. Okay, also wir haben 7 Paare. Annika nennt mir die jetzt und ich muss spontan sagen, wer was bekommt und kurz erklären, warum. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Das erste Paar ist Harry Potter oder Percy Jackson? Okay, ich würde Percy Jackson das Geschenk geben und Harry Potter die Route. Ganz einfach aus dem Grund, weil Harry Potter mir im 5. Band absolut unsympathisch geworden ist. Ich mochte ihn gar nicht mehr. Er war so... Und deswegen würde ich hier Percy das Geschenk und Harry die Route so einmal draufhauen. Ich hätte gerade gedacht, du hast das anders drauf. Nein, da war mir Percy wirklich lieber als Harry. Okay. Paar 2. Katniss und Naya. Boah, das ist gemein. Achso, man sollte dazu sagen, Katniss ist von den Hungerspielen und Naya ist von Adib. Also Another Day in Paradise. Von Laura Newman. Sonst möchte ich vielleicht dazu sagen, das, ja. Also ich glaube, Harry Potter und Percy Jackson kennt jeder, aber Naya ist wie gesagt von Anyone Dies in, oder Another Day in Paradise und Katniss ist von Die Tribute von Panem. Oh Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, ich entscheide mich für Katniss Geschenk und Naya die Route. Einfach aus dem Grund, weil Katniss hier das schwerere Los von den beiden gezogen hat. Ich meine, Naya muss in einer Zombie-Apokalypse überleben, aber sie ist nicht alleine. Sie hat ihre Freunde, die ihr da helfen und beistehen, da das Ganze durchzuziehen. Und Katniss hat zwar ihren Peter, dann aber auch wieder nicht. Und ich glaube, das Los, was Katniss gezogen hat, ist einfach um einiges krasser. Deswegen würde ich dann hier sagen, kriegt Katniss ein Geschenk und Naya die Route. Okay. Der Meinung bin ich auch. Gut. Paar Nummer 2, Brandon von Dublin Street und Damon von Obsidian. Das ist gemein. Das ist gemein. Brandon oder Damon. Oh Gott. Oh, das ist echt hart. Das ist richtig hart. Okay, ich sag mal, mein Herz sagt Damon Geschenk und Brandon die Route. Damon ist halt einfach Damon, was will man dazu sagen? Er ist toll, er ist heiß und er ist, ich möchte jetzt nicht schon wieder spoilern, er ist nicht menschlich. Und er ist einfach Damon. Ja, also ich würde sagen, Damon Geschenk und Brayden Rude. Ich meine, Brayden ist eine total geile Sau. Das kann man nicht anders sagen, aber er hat, glaube ich, nicht so ein hartes Los wie Damon. Und ja, Damon ist einfach Damon. Ich nehme hier Damon Geschenk und Brayden die Rute. Klar. Dann das zweite Paar, das ist sehr, ja, die passen irgendwie gar nicht zusammen, okay. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Okay. Und zwar Gideon aus Rubinrot, also der Edelstein-Trilogie, und Ron Weasley aus Harry Potter. Oh wei. Spontan Gideon das Geschenk und Ron die Route. Ich weiß, das ist jetzt einfach so im Raum stehen. Annika ist totaler Harry Potter Fan und mag Ron am liebsten mit Hermine zusammen. Deswegen, nein, aber ich glaube, Gideon ist ja, ich mag Gideon einfach von der Edelstein-Trilogie. Er ist zwar am Anfang so ein arroganter Schnösel, aber entwickelt sich ja dann doch zu einem Menschen, den man sehr, sehr mag und den ich auch in mein Herz geschlossen habe. Und er tut ja alles für Gwen am Ende, um ihr auch zu helfen und beizustehen. Und ja, wie gesagt, mit dem letzten Harry Potter Band sind mir die Charaktere einfach total unsympathisch geworden mit dem 5. Und deswegen kriegt Ron hier die Route und Gideon das Geschenk. Alles klar. Gut. Dann machen wir weiter mit
dem 5. sind wir schon, und zwar Nova aus der Nachtsonne. Und ich hoffe, dass das die Protagonistin ist, weil ich das Buch selbst nicht gelesen habe. Und zwar Beatrice aus Bestimmung. Ja, das okay. Ist... Ja, das ist leicht. Also Nova kriegt das Geschenk und Triss die Route. Ganz einfach, die Nachtsonne ist eine ganz, ganz tolle Trilogie und Nova ist eine Protagonistin, bei der ich von Anfang an total bei ihr war, mit allem, was passiert ist in der ganzen Geschichte, in den ganzen drei Bänden. Und ich mag sie einfach unglaublich gern als Protagonistin, deswegen kriegt sie definitiv von mir das Geschenk. Und ja, Beatrice oder Triss von der Bestimmung, die wird mir einfach mit jedem Band unsympathischer und das Ende ist einfach ganz, ganz grausig und der letzte Band ist absolut nicht mehr mein Fall gewesen und ich mochte die Charaktere nicht, ich mochte die Handlung nicht, es war einfach ganz gruselig und deswegen definitiv Triss hier die Route. Okay. Kann ich dazu sagen, ich habe die bestimmt. Ja. Gut, dann Pärchen Nummer 6 und zwar Davy aus Infernale. Ja. Oder Infernal oder wie man auch immer sagen möchte und Emily aus Jonah. Schwierig. Ich mag beide total gern. Also Davy ist ein Charakter, mit der ich echt mitgelitten habe, bei dem Ganzen, was die da so durchgemacht hat, die Arme. Und Emily ist einfach super sympathisch. Oh. Beide sind ziemlich unterschiedlich vom Charakter her. Ne? Ja. Also, auch die Lebensweisen der beiden sind ja komplett weltfremd, sag ich mal. Also ja. Es spielt ja beides in unserer Zeit, aber es ist beides so von der Art, wo die leben, ja schon ganz anders. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, ich nehme Emily Geschenk und Davy die Route. Ganz einfach, ich meine, Emily gehört zu Jonah. Was soll man das sagen? Ich liebe Jonah und das Buch ist einfach so toll und ich kann jetzt nicht sagen, warum ich Emily hier das Geschenk geben würde, weil sonst würde ich spoilern, aber sie ist einfach eine Protagonistin, mit der ich am Ende sehr gelitten habe und mit der ich echt mitgefiebert habe und ich mag sie einfach unheimlich gern und ich gebe ihr das Geschenk. Ich mag auch Davy total gern von Infernale, aber nein, ich bevorzuge hier Emily von Jonah. Gut. Dann beim letzten nochmal für uns zwei Laura-Leser und zwar zum einen Jonah aus Jonah und Sean aus Coherent. Sean aus Coherent? Ja. Ach, Sean! Sean! Mit J! Oh, ich dachte, ich habe Sean verstanden mit Scha. So, S-H, so Sean, hä? Okay, nee, alles klar. Sean oder Jonah, naja, da fällt meine Wahl ganz klar auf Jonah. Das ist nicht schwer. Also, ich mag auch Sean ganz gern, aber Jonah ist Jonah und Jonah kriegt mein Geschenk. Und John muss hier mit der Route leben, aber er hat ja Sophie. Also von daher, ne, ist es nur halb so wild, aber ne, ich entscheide mich hier ganz klar für Jonah. So, ihr Lieben, das war unser kurzes Route oder Geschenk. Falls ihr die Bücher kennt oder die Charaktere kennt und sagt, nein, warum hast du dem das Geschenk gegeben und dem die Route? Ich sehe das ganz, ganz anders. Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, interessiert mich auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.